Abschied ohne Tränen. Die Kinder der Kita Schneckenhaus in Zühlsdorf geben freiwillig Teddys, Brettspiele und Feuerwehrautos. Für andere Kinder, die es jetzt nötiger brauchen. Oh, habt ihr viel gesammelt. Herzlich willkommen. Das ist klasse von euch. Ganz herzlichen Dank. Herzlich ab für die Kinder im Asylbewerberheim. Mattis Oberhof holt mit seinem Wohnmobil ab, was die Wandlitzer spenden wollen. Die Hilfsbereitschaft gegenüber den Asylbewerbern ist groß. Das war vor 2 Monaten nicht so, als die größte Bürgerversammlung seit der Wende im Goldenen Löwen stattfand. Da gab es viel Misstrauen, Angst, Angst vor dem Fremden, Angst vor Kriminalität, Angst vor den Asylanten. Und auch eine Bürgerinitiative. Ich habe damals einen Diskussionsbeitrag gehalten, der wurde fast niedergepfiffen, aber erlebe jetzt in diesen 2 Monaten, dass die andere Seite von Wandlitz zum Ausdruck kommt. Wer keine Ausländer kennt, der hat Angst vor Ausländern. Und wer sie kennenlernt, der merkt, das sind ganz normale Menschen, freundliche Menschen mit der großen Freundlichkeit. Das ehemalige Internat des Oberstufenzentrums ist neue Heimstätte für die Asylbewerber aus Afrika, Tschetschenien, Pakistan und Vietnam. In den vergangenen Wochen wurde innen saniert. Mit den Spenden der Wandlitzer soll es jetzt noch ein bisschen wohnlicher werden. Also Kleidung, Geschirr, Töpfe, Kaffeemaschine, alles so für den täglichen Bedarf. Zu den Bewohnern gehört auch Ngo Batje mit ihren beiden Söhnen. C'était pas du tout commode dans ici. C'est, je me sens bien et c'est propre. Donc ça va. Ja, seit sie hier ist, fühlt sie sich eben sehr wohl und dass sie eben ja auch noch eine bessere Zukunft mit den Kindern hat, was eben in Kamerun nicht möglich war. Bei der Verständigung helfen die Schüler des Wandlitzer Gymnasiums und übersetzen. Wirklich hochinteressant, was sie erzählt hat, dass sie mit dem Boot übers Mittelmeer ist. Und es gibt noch mehr Ideen. Die haben heute gerade festgelegt, dass der Deutschunterricht bei uns an der Schule stattfinden wird, der hier angeboten wird. Und ich denke, darüber werden sich Kontakte und Freundschaften ergeben. Im ehemaligen Internat in Wandlitz wohnen insgesamt 50 Asylbewerber. Das Ziel ist klar. Also die Familien, die wir hier untergebracht haben, da haben wir jetzt bereits schon Wohnraum organisiert. Wir haben uns das Ziel gestellt, nicht länger als 3 Monate Familien und Einzelpersonen, die wollen wir innerhalb von einem Jahr im ganzen Landkreis Barnim im Wohnraum vermittelt haben. Aber jetzt geht es erst einmal ums Ankommen und Kennenlernen. Wir sind jetzt am Organisieren, dass für die einzelnen Muttersprachen entsprechend die Dolmetscher hier vor Ort kommen, dass wir die Einzelgespräche durchführen können, um eben halt mehr über die Bewohner hier zu erfahren. Eines war heute schon ganz deutlich. Bald wird es im Haus Nachwuchs geben. Ein echter Wandlitzer. Geboren in Wandlitz. Wissen Sie schon den Namen? Danke. Ich bin hier. Ich bin hier.